die Jugend in ihrer Musikalität bekräftigen und ihre Fähigkeiten weiter stärken. Die Schladminger Musikschule tat in Kooperation mit dem Musiker Herbert Pixner genau das. In Form eines gemeinsamen Workshops bekamen die Nachwuchsmusikerinnen und Musiker nämlich wertvolle Tipps vom Profi. Es war eigentlich so, ich habe mir einmal Gedanken gemacht, was könnte man für einen Workshop machen, der was wirklich die Kinder motiviert. Und da immer denkt, ja, es gibt viele gute Harmonikaspieler und Lehrer, also es gibt zig Pädagogen, sage ich einmal. Nur es muss auch irgendwie emotional passen, dass die Kinder irgendwie eine Freude haben auch mit dem. Und so immer denkt, der Herbert Pixner ist ja gerade irgendwie so die Legende auf der Steirischen. Und so sind wir dann eigentlich darauf gekommen, dass wir mal einen Herbert Pixner einladen. Ich versuche Ihnen natürlich mitzugeben, dass es ums Musikspielen geht und Musik etwas ganz Besonderes ist, ganz gleich mit welchem Instrument man jetzt spielt. Und in dem Fall ist es natürlich die steirische Harmonika. Und so analysieren wir ein bisschen und schauen, dass hoffentlich alle motiviert wieder heimgehen. Eines der Hauptziele des Workshops war es, die Leidenschaft für die Musik zu entfachen und den Spaß am Instrument zu propagieren. Das Einzige, was ich mitgeben kann, ist, dass man einfach eine Passion, eine Leidenschaft zur Musik haben muss und soll. Und dann muss jeder für sich selber entscheiden, ob er das dann auf der Bühne machen mag oder für sich selber. Das ist dann wieder zweitrangig. Es gibt ganz viele, die auch für sich selber das einfach brauchen, dass man ein Instrument spielt, wo man sich abreagieren kann, wo man sich einfach gut fühlt, wenn man nur spielt. Und da muss dann nicht jeder ein Bühnenstar werden. Das ist zweitrangig. Wichtig ist, es geht um die Musik, um die Leidenschaft, um Passion. Und das versuche ich natürlich zu vermitteln. Mit einem ganz Großen der Musikszene einen gemeinsamen Nachmittag verbringen. Für die Kinder und Jugendlichen des Workshops wurde dieser Traum Wirklichkeit. Sie konnten dort auf das immense Know-how von Herbert Pixner zurückgreifen und ihrem Spiel so den letzten Feinschliff verpassen. Ja, dass ich einen von meinen größten Vorbildern mal sehe. Und ich spiele auch gern und sehr viel Pixner-Lieder. Und deswegen freue ich mich schon drauf. Dass ich mit einem zusammen spielen kann und dass ich mir da Tipps geben kann und dass ich ihn einmal sehe. Jeder Teilnehmer feilte im Zuge des Workshops gemeinsam mit Herbert Pixner an einem zuvor gewählten Musikstück. Um die Früchte des Nachmittags dann aber auch gebührend präsentieren zu können, bot sich den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, am Abend im Klangfilmtheater Schladming ihre Stücke, Begleitung Herbert Pixners, zum Besten zu geben. Die Veranstaltung ist sicher sehr, sehr wichtig, wie man auch gesehen hat. Die Jugendlichen sind total begeistert, die haben ein irrsinniges Können. Man weiß gar nicht, was wir für die begabten Jugendlichen haben. Und vor allem das Schöne, wenn wirklich so viele junge Musiker hier ihren ersten Premierenauftritt im Klangfilmtheater gehabt haben. Und da denke ich schon darüber nach, wie man die vielleicht wieder mal gewinnen kann für einen weiteren Auftritt. Ich finde es enorm wichtig für diese jungen Leute, dass die einmal so eine Chance kriegen, mit so einem Weltmusiker zusammenzuarbeiten. Und wünsche jedem Einzelnen eine tolle Karriere mit ihrem Instrument. Die jungen Talente erwartete ein bis auf den letzten Platz gefülltes Klangfilmtheater. Ein Publikum, das sich mehr als begeistert zeigte. Das ist ein ganz besonderes Format und ich glaube für jeden Besucher war es so eine einmalige Gelegenheit, was Einzigartiges eigentlich, sowas zu erleben. Ja, für mich ist es schön zu sehen, wie so junge Leute so wunderbar musizieren können. Und ich glaube, dass der Herbert Pixner das ganz toll macht und sie total motiviert. Ich habe mir dann vorgestellt, man hat dann so einen Nachmittag oder so einen Tag mit dem Herbert Pixner. Ich glaube, das motiviert dann für lange Zeit, da weiterzumachen. Quasi als Draufgabe musizierte im Anschluss an die Kinder und Jugendlichen dann die Moosbrucker Musi, wiederum gemeinsam mit Herbert Pixner, und beschloss somit mehr als stilecht einen einmaligen Tag, ganz im Zeichen der Musik.